Dschungelbelt, Dschungelbelt, Dschungel überall. Oh, was für ein Spaß es ist. Timon, so habe ich das Lied aber nicht in Erinnerung. Na hör mal, Pumba, das kannst du doch nicht vergessen haben. So singen wir es immer zu Weihnachten. Ich weiß aber... So, Pumba, Banga, was denkt ihr? Hä? Zeig mal. Oh, der ist wunderschön, Timon. Ja, Onkel Timon, er ist perfekt. Beinahe perfekt. Wir brauchen natürlich noch die Sternfrucht für die Baumspitze. Eine Sternfrucht ist unterwegs. Hier ist sie. Danke, Banga. Jetzt vollende ich das Meisterwerk. So, fertig. Oh, Timon. Hab dich, Super Sama. Danke, Bestie. Wir haben dich schreien hören. Gut, dass wir in der Nähe waren. Warum warst du überhaupt auf dem Baum? Und erklär mir mal, warum da lauter Kürbisse dranhängen. Na, weil es ein Weihnachtsbaum ist. Siehst du den großen Stern da? Das bedeutet, morgen ist Weihnachten. Boah. Was ist Weihnachten? Was Weihnachten ist? Ein tolles Fest, das meine Onkel erfunden haben. Ho, ho, nö, wir haben das nicht erfunden. Timon hat recht. Wir haben es von einem Ochsen gehört, der hatte es von einem Vogel und der von einem fliegenden Rentier. Fliegendes Rentier? Rentiere können nicht... Tatsache ist, Weihnachten ist ein wundervoller Tag, an dem wir alle Geschenke bekommen. Vor allem kann man Zeit mit der Familie und den Freunden verbringen, denn es geht um den Gedanken des Gebens. Du meinst des Kriegens? Ich bin ziemlich sicher, es heißt Geben. Eigentlich gibt es kein Kriegen ohne Geben oder Geben ohne Kriegen. Aber wisst ihr, was das Beste an Weihnachten ist? Weihnachtsmännchen. Weihnachtsmännchen? Wie jetzt, eins oder mehr? Oh, das ist ein dicker roter Kerl mit einem weißen Bart. Und zu Weihnachten legt er dann Unmengen an Geschenken unter den Weihnachtsbaum. Ja, Weihnachten wird ein Fest.